Hartpohl für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Gerke, Sie haben heute wieder mit einem bemerkenswerten Beitrag deutlich gemacht, was sich die Linksfraktion unter Friedensschaffen in dieser Region vorstellt, und kritisiert, dass der Kollege Röttgen für eine Flugverbotszone eingetreten ist. Ich kenne eigentlich kein Flugzeug am syrischen Himmel, was irgendwie für Frieden gesorgt hätte, sondern ich kenne nur Flugzeuge, Hubschrauber, die Fassbomben abwerfen, die mittlerweile bunkerbrechende Bomben abwerfen, die die Zivilbevölkerung in einer Art und Weise eliminieren, muss man schon sagen, quälen, in Nöte versetzen, dass es wirklich zum Himmel schreit. Und deswegen muss man doch sagen, jedes Flugzeug weniger ist gut für Syrien. Und deswegen muss man doch Ihre Freunde in Moskau, lieber Herr Kollege Gerke, doch aufrufen, endlich mitzumachen bei der Gestaltung eines Friedens. Und das hier als Rechtspopulismus abzutun, Herr Kollege Gerke, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das ist eine Stimme des Humanismus gewesen, und der hätten Sie sich anschließen können. Und man muss natürlich all denjenigen, ja, muss man in aller Ernsthaftigkeit sagen, die sich in den letzten Tagen hier zusammengesetzt haben, um Rot-Rot-Grün zu schmieden, was ja nicht nur legal, sondern auch legitim ist, ist ja gerade sozusagen erwünscht, in unserer parlamentarischen Demokratie nach neuen Mehrheiten zu suchen. Bloß wir werden es Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht durchgehen lassen, dass Sie sich über Sozialpolitik unterhalten und dass Sie diesen Bereich aussparen. Und solange die Linksfraktion sich derart positioniert, wie sie sich hier positioniert, werden Sie eine verantwortungsvolle Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands, welches fest verankert ist im NATO-Bündnis, nicht formulieren können. Das wird der Rolle Deutschlands in der Welt, in Europa nicht gerecht, was die Linksfraktion hier bietet. Und wer mit denen gemeinsam Mehrheiten hier bilden will, der muss sich darauf einstellen, dass wir das ansprechen werden. Dazu sind Wahlkämpfe dann ja auch da. Und nun weiß jeder, dass Sanktionen nicht das schönste Mittel der Außenpolitik oder überhaupt der Politik sind und dass sie natürlich überhaupt nicht der Schlüssel zu alledem sind, das ist doch vollkommen klar. Aber man muss sich natürlich schon ernsthafterweise fragen, wenn wir denn bei der völkerrechtswidrigen, aber ja vergleichsweise unblutigen Annexion der Krim relativ gemeinsam der Auffassung sind, dass Sanktionen eine Antwort waren, dann muss man schon begründen, warum bei der sehr viel blutigeren Vorgehensweise in Syrien Sanktionen denn völlig ungerechtfertigt sind. Darauf habe ich bisher noch keine überzeugende Antwort erhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jeder, der Sanktionen kategorisch ablehnt zum jetzigen Zeitpunkt, das haben wir ja von einigen Rednern hier unterschiedlicher Fraktionen gehört, der muss natürlich sagen, warum er auf dieses Gestaltungsmittel, welches nochmal nicht das erste Gestaltungsmittel der Außenpolitik ist, aber warum man auf dieses Gestaltungsmittel in der Außenpolitik auch gegenüber Russland verzichten sollte. Das muss man rechtfertigen, und dazu habe ich bisher kein ausreichend überzeugendes Argument von denen, die es ablehnen, gehört, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und was mich insbesondere an Russland erschüttert, ist, dass es sich mittlerweile allen internationalen Vereinbarungen und einem abgestimmten Vorgehen in der Völkergemeinschaft verweigert. Wir haben in Russland auch noch in Form auch der Sowjetunion kennengelernt, was bereit war, in einem internationalen Vertragsrahmen sich zu engagieren. Alle waren stolz. Bundesaußenminister Steinmeier hat noch mal darauf hingewiesen, auf die historische Bedeutung auch des KSZE-Prozesses hier in Europa, der in der Tat eine große friedensstiftende, befriedende Wirkung hatte. Und die Sowjetunion hat sich an diese Vereinbarung gehalten und hat immer darauf bestanden, das haben Sie an der Hochschule in Moskau auch gelernt, Herr Gerke, dass das wichtig ist. Aber heute erleben wir ein Russland, welches sich überhaupt nicht mehr an völkerrechtliche Vereinbarungen, Konventionen hält und welches dabei ist, die Vereinten Nationen als Instrumentarium zumindest stark in Frage zu stellen, um es vornehm zu formulieren. Wir haben eine Entwicklung, dass wir jetzt kürzlich einen Resolutionsentwurf hatten zu Syrien, wo sogar China sich enthalten hat und Russland
hat wieder mal eine Resolution, die Frieden hätte schaffen können, blockiert durch ein Veto. Und deswegen muss ich schon sagen, alle, glaube ich, freuen sich in diesem Hause, dass Präsident Putin nach Deutschland kommt. Und alle sollten die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland dabei unterstützen, dass sie ist ja wohl eine der wenigen, die noch die Möglichkeit überhaupt dazu hat, dass sie auch diese Möglichkeit hier heute nutzt, um mit Herrn Putin über diese Fragen zu sprechen und ihm auch deutlich zu machen, wo auch Grenzen des noch akzeptablen Verhaltens Russlands sind. Aber wir dürfen nicht darauf verzichten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz klar zu sagen, dass dieses völkerrechtswidrige Verhalten Russlands von uns nicht akzeptiert wird, mindestens klar angesprochen wird und nötigenfalls auch Sanktionen zur Folge haben muss. Ansonsten sind wir mitverantwortlich dafür, dass wir am Ende dann doch nur zugeschaut hätten bei dem Leid, bei der Not, bei dem ständigen Bombardements, die es dort in Syrien gibt. Und dessen sollten wir uns nicht mitschuldig machen. Herzlichen Dank. Alexander Radwan.